anstelle des im Programm ausgedruckten Resümees schlage ich vor, dass wir jetzt erstmal die Fragen beantworten, die Sie haben oder die Sie schriftlich formuliert haben. Und danach schauen wir dann weiter. Also fangen wir mal an, Herr Beer. Da ist eine Patientin, die nimmt seit längerer Zeit Onbris. Sie inhaliert das und bekommt dabei Husten. Die Frage ist, wie kann ich dem entgegnen? Ja, das Onbris ist ja bekannt dafür, dass es direkt nach der Inhalation einen Husten macht. Das ist sozusagen eine Nebenwirkung, die 10-20% der Patienten auch haben. In der Regel aber ist es nur ein-, zweimal kurzer Hustenstoß und ist dann wieder vorbei. Wenn das zu richtig anhaltendem Husten führt, ist es natürlich ein großes Problem. Man kann letztendlich versuchen, die Inhalationstechnik zu verändern. Man kann auch natürlich, wenn man mehrere Sprays zum Beispiel nimmt, ein anderes vorne wegnehmen und gucken, ob das was hilft. Aber letztendlich, wenn das immer so bleibt und richtige Anfälle kommen, dann wird man auch in letzter Konsequenz das Präparat unter Umständen austauschen müssen. Die nächste Frage, die formuliert wurde, ich habe jetzt heute viel über den Cut gehört. Wo kann ich ihn mir ausdrucken? Wie kann ich ihn mir besorgen? Ich glaube, das kann man ganz schnell beantworten. Hier hinten in der Industrieausstellung hätten Sie heute einen bekommen können. Sie können auf die Website der Patientenliga gehen. Noch einfacher ist im Internet, in einer Suchmaschine tippen Sie einfach ein CAT, COPD. Und dann kommen Sie automatisch auf die Version dieses Testes. Sie können dann sagen oder wählen, deutsche Sprache, englische Sprache, was auch immer. Natürlich wählen Sie die deutsche. Ich könnte Herrn Lingemann motivieren, dass der auf die Website der Selbsthilfe hier diesen Cut-Test auch drauf nimmt. Dann haben wir die nächste Frage an Herrn Beer. Mehrmals im Jahr, besonders im Winter und Frühling, habe ich eine Exazerbation, Klammer auf, Verschlimmerung, Klammer zu, meiner COPD. Dann muss ich auch nachts schmerzhaft husten. Dabei sehe ich geschlossenen Auges Lichtblitze. Was tun, wie vorbeugen? Also die Exazerbation ist ja, gehört zum Krankheitsverlauf der COPD dazu. Sie können dem vorbeugen mit entsprechender Einnahme der Medikamente. Jede Therapie, die Sie konsequent durchführen, vermindert auch die Exazerbationshäufigkeit. Und Sie können natürlich sehen, ob es vor allem im Frühjahr, viele Patienten haben ja zusätzlich zum Beispiel eine Allergie, ob da zusätzliche Auslösefaktoren vorhanden sind oder eben Infekte im Winter. Dann kann man unter Umständen durch Impfungen, wurde heute ja auch angesprochen, Pneumokokkenimpfung, Grippeschutzimpfung, entsprechende vorbeugende Maßnahmen machen. Ich denke, die konsequente Therapie und diese Dinge, die ich jetzt gesagt habe, sollten in der Regel dazu ausreichen. Die andere Sache mit den Lichtblitzen, das ist relativ physiologisch, das muss einen nicht speziell beunruhigen. Die nächste Frage, die hier gestellt wurde, ist, ich bin eine Arthrose-Patientin. Welche Medikamente darf ich zur Behandlung nehmen, die meine Lunge nicht belasten? Es ist eine Arthrose-Patientin, die eine COPD hat und die Frage, die sie stellt, ist zur Behandlung der Arthrose, welche Schmerzmittel ja wahrscheinlich auch, soll sie, darf sie nicht nehmen, soll sie meiden? Also wenn Sie jetzt eine COPD haben, dann sind eigentlich Schmerzmittel für Sie kein Problem. Es gibt natürlich Medikamente, die sich auch an der Lunge negativ auswirken. Herr Wort hat ja darüber referiert. Bei den nicht-steroidalen Schmerzmitteln, also zum Beispiel ganz normale Dinge wie, fällt es mir gerade nicht ein, Voltaren und Ähnliches, die sind an der Lunge eigentlich bei COPD-Patienten unproblematisch, da müssen Sie keine Angst haben. Anders ist es bei Medikamenten, die jetzt dann zum Beispiel diesen TNF-Alpha, also wenn Sie eine Polyarthritis haben oder so, da gibt es gezielte Medikamente, die auch an der Lunge dann Probleme führen können, zum Beispiel Tuberkulose auslösen können oder Ähnliches. Das wissen aber die Fachärzte und werden das mit Ihnen entsprechend dann auch besprechen. Die nächste Frage, mit meinem Pulsoximeter kontrolliere ich meine körperliche Belastung? Welche Sauerstoffsättigung und Pulswerte sollte ich keinesfalls unterschreiten? Und zwar hier untergliedert nach kurzfristig für eine Minute und langfristig zum Beispiel für eine Stunde.
Das kann man, glaube ich, ganz schnell beantworten. Es gibt keine absoluten Grenzwerte. Wenn es um die Stunde geht, dann ist das völlig klar. Sauerstoffsättigungswerte unter 88% sollte man unbedingt vermeiden. Dann sollte man Sauerstoff zuführen, um diese Sättigung über diesem Wert zu halten. Und Pulswerte über 130 bei Standardbelastungen sollte man möglichst auch vermeiden. Da hatte Ihnen Professor Wort in seinem Vortrag schon gesagt, es gibt heute jenseits der Beta-Blocker auch andere Medikamente, die man da nehmen kann, um den Puls zu kontrollieren. Also Sättigung unter 88, Puls wahrscheinlich bei Standardbelastungen unter 130. Und in der einen Minute, wenn die Sättigung da mal auf 85 abstürzt, das ist kein Problem. Das ist aber ein Hinweis darauf, dass Sie Ihren Arzt konsultieren, der Sie sowieso behandelt und einstellt, mit der Frage, was soll ich denn tun? Ist meine Sauerstofftherapie in Ordnung? Muss ich meine Lungentherapie mit Medikamenten optimieren? Muss ich eventuell auch mal ein Rehabilitationsprogramm in Anspruch nehmen? Hier ist auch noch eine Frage, die betrifft, der Patient sagt, er hat eine COPD-Stadium 2 bis 3 und immer wieder Kehlkopfverschlimmerung, schreibt er. Also wahrscheinlich eine Kehlkopfentzündung, und es sei bei einer Bronchoskopie ein Actinomyces festgestellt worden. Actinomyces ist ein spezieller Keim, sozusagen ein Zwischending zwischen Pilz und Bakterium. Und man muss sagen, im Mundraum ist ein Actinomyces unter Umständen auch physiologisch, der kann vorkommen, der muss nicht krankheitsrelevant sein. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Also ob das wirklich die Ursache ist, würde ich ein bisschen in Zweifel ziehen. Eine Actinomykose, also eine wirkliche Entzündung durch diesen Actinomyces, ist eigentlich eine sehr ausgeprägte, schwerwiegende Erkrankung, die sich auch noch anders äußert als nur durch den Nachweis des Keimes. Das muss man also ein bisschen kritisch sehen. Ansonsten sind Kehlkopfentzündungen bei Patienten mit COPD häufig auch durch einen Reflux bedingt, also durch Hochsteigen von saurem Magensaft aus dem Magen in die Speiseröhre bis hoch in zum Kehlkopf. Und bei manchen Patienten geht es sogar bis in die Nasennebenhöhlen in der Nacht, sodass man hier also, wenn solche Dinge immer wieder kommen, auf jeden Fall zwingend mal den Magen auch anschauen sollte, gegebenenfalls auf diesen Weg nochmal gehen muss, um diese Ursache auszuschalten. Die nächste Frage: Bis zu 10-mal im Jahr leide ich mehrwöchentlich an einer Exazerbation meiner COPD, aber nicht fieberhaft. Wann soll ich zum Arzt gehen? Bei welcher Form der Exazerbation soll ich zum Arzt gehen? Wie würden Sie das beantworten? Ja, ich denke, wenn die Exazerbation durch eine Erhöhung meiner üblichen Medikamente nicht in den Griff zu bekommen ist, dann müssen Sie zum Arzt gehen. Ich denke, das ist eine ganz klare Sache, eine Exazerbation. Es hängt natürlich immer davon ab, von welcher Schwere der Erkrankung wir ausgehen. Aber potenziell ist eine Exazerbation ein schwerwiegendes Ereignis, was einen auch ins Krankenhaus führen kann und im Zweifelsfall sogar auf der Intensivstation enden kann. Das heißt, wenn ich durch die üblichen Maßnahmen, zusätzliche Einnahme meiner Sprays, Erhöhung der Dosis, auch eine Verdopplung der Dosis typischerweise, wenn ich das nicht in den Griff bekomme, dann sollte man den Arzt auch aufsuchen. Nächste Frage: Habe ständig Hustenreiz bzw. Husten ohne Auswurf. Was kann die Ursache sein? Fragezeichen. Bin selbst Nichtraucherin, jetzt lese ich, könnte aber auch falsch sein, aber der Vater ist ein Raucher, wahrscheinlich in der Wohnung lebend. Bin weiblich, 50 Jahre alt, jährlicher Lungen- und Herzcheck, die in Ordnung sind. Da muss man also erst mal sagen, eine der häufigsten Ursachen von Husten überhaupt ist eine Überempfindlichkeit der tiefen Atemwege. Ein normaler Lungen- und Herzcheck würde dieses Problem nicht ausschließen. Das kann also quasi eine asthmatische Erkrankung sein, bei der der Husten ein Asthma-Äquivalent darstellt. Der Lungenfacharzt, der diesen Lungencheck macht, wenn es der Lungenfacharzt ist, der sollte dann einmal überprüfen, ob die Atemwege überempfindlich sind. Wenn der Lungencheck vom Hausarzt gemacht wird, dann kann man nur raten, einmal überweisen zum Facharzt, dass der sich das anguckt. Das nächste Problem: Allergien können eine Rolle spielen. Auch hier kommt es wieder darauf an. Probleme der oberen Atemwege können eine Rolle spielen. Nebenhöhlenerkrankungen, Polypen in den oberen Atemwegen.
dann wissen wir, dass, Herr Professor Beer sprach das schon an, Reflux ein großes Problem sein kann, zu solchem nicht produktiven Husten führen kann. Die Frage, die ich außerdem noch stellen würde an die Dame, ist sie eine Schnarcherin? Auch das, Mundatmung, Schnarchen etc. kann solchen Husten unterhalten. Es gibt eine Menge anderer Ursachen. Professor Wort hatte ein Medikament bereits genannt gehabt, das dann zu Husten führt. Also welche Medikamente werden zur Behandlung des Herzens eingenommen? Das alles müsste man überprüfen. Ich glaube, da muss ein Fachmann ran. Husten heißt grundsätzlich eigentlich Pneumologe aufsuchen und um Rat fragen. Da ist jetzt noch eine andere Frage, betrifft Vorhofflimmern. Patient oder Patientin fragt, ist Onbres, dieses Indacaterol also, bei Vorhofflimmern günstiger als Medikamente wie Oxys und Spiriva? Man muss sagen, da gibt es keine spezifischen Unterschiede. Alle diese Medikamente können zu einer Herzschlagbeschleunigung führen aufgrund ihrer Wirkung. Das ist also mit der Wirkung direkt assoziiert und deshalb kann theoretisch auch ein Vorhofflimmern begünstigt werden. Einen wirklichen Unterschied gibt es da nicht und dementsprechend kann man da jetzt auch nicht durch einen Switch der Medikamente einen wesentlichen Vorteil erzielen. Da schreibt eine Dame oder ein Herr, darf ich mit dem Flugzeug in den Urlaub fliegen? Darf ich in die Sauna? Jetzt ist die Frage, was ist denn eigentlich das medizinische Problem? Das kann ich dem nicht entnehmen. Die beiden Fragen wurden gestellt. Es wird aber eine weitere Ausführung gemacht. Warum kann ich Parfüm, Kaffee, Nikotingeruch so schlecht vertragen oder nicht mehr vertragen? Das hört sich so ein bisschen an, als hätte dieser Mensch, der die Frage gestellt hat, eine asthmatische Erkrankung oder eine Überempfindlichkeit der Atemwege. Ich will aber jetzt die Antwort etwas breiter geben. Nehmen wir mal an, Sie hätten eine COPD und Sie würden die Frage stellen, darf ich fliegen? Dann ist das abhängig vom Schweregrad der COPD, von den Komplikationen, die vorliegen und letztlich von der Form der COPD. Bei einer leichten COPD, die nicht mit Sauerstoffmangel einhergeht, gibt es überhaupt keine Bedenken. Sie können fliegen, wohin Sie wollen, wann immer Sie wollen, sofern Sie im Flugzeug also sofern Sie das planen. Bei einer schweren COPD eines Menschen, der sauerstoffpflichtig ist, da ist es heute so, dass Sie selbstverständlich auch fliegen können. Sie sollten allerdings mit der Airline absprechen, dass Sie an Bord Sauerstoff verwenden können. Herr Rasche, Professor Rasche hatte eben schon erwähnt, es gibt heute diese kleinen elektrischen Konzentratoren und da übernimmt die Kasse häufig die Kosten nicht. Diese kleinen elektrischen Konzentratoren dürfen Sie sogar mit in die Kabine nehmen. Und die können Sie ausleihen. Das ist eine weitere Möglichkeit. Und das Dritte ist, immer wenn Sie fliegen und Sauerstoff an Bord brauchen, da leben Sie ja quasi auf 2500 Meter Bergeshöhe in der Kabine, müssen Sie auch davon ausgehen, dass Sie Sauerstoff vor Ort brauchen. Und dann ist die Frage, stelle ich die Sauerstoffversorgung vor Ort her? Selbsthilfegruppen helfen, die großen Sauerstoffversorger, ich will jetzt keinen Namen nennen, helfen dabei, Ihnen zu sagen, das ist ein guter Ort für deine Reise oder nicht. Aber bitte nicht sagen, den Sauerstoff brauche ich doch nur an Bord und danach stehe ich da. Wer hier Sauerstoff braucht, braucht auch am Urlaubsort Sauerstoff. Die Frage, dann gibt es bestimmte Komplikationen. Wer operiert wurde, weil er einen Lungenkollaps hatte, wer einen Bluthochdruck im kleinen Kreislauf, einen pulmonalen Bluthochdruck hat, wer bereits ein Versagen des rechten Herzens hat, der muss sehr viel vorsichtiger sein und der muss das mit seinem betreuenden Arzt individuell absprechen. So, und die Geschichte mit dem Saunagang, da ist ganz eindeutig, die Extremformen des Saunaganges sind bei schwerer COPD verboten. Die milderen Saunagänge sind bei COPD überhaupt kein Problem, solange wie es nicht zu einer Dekompensation des Herzens gekommen ist und solange wie das Krankheitsbild in einem stabilen Zustand ist. Leiden Sie allerdings unter einer asthmatischen Reaktion bei einer COPD, gilt wieder der Rat, unbedingt individuell mit dem behandelnden Arzt absprechen, ganz besonders wenn eine Sensibilisierung gegenüber Pilzen vorliegt. Ja, okay. Ich glaube, das war eine umfassende Beantwortung. Jetzt ist hier noch eine Frage zu dem Thema, das ich in meinem Vortrag bearbeitet habe. Abschalten von Lungenbereichen. Wie werden die bronchoskopischen oder wie
Werden bei bronchoskopischen Abschaltverfahren die betroffenen Lungenbereiche entlüftet, fragt der Patient. Und ich habe es versucht darzustellen, es gibt ja verschiedene Formen. Bei den Ventilen ist es einfach so, dass die Luft praktisch mit jedem Atemzug durch das Ausatmen aus der Lunge herausgeht und beim Einatmen nicht wieder reinkommt, weil das Ventil nur in eine Richtung durchlässt, sodass also der Patient praktisch durch die eigene Atmung die Lunge selber leer pumpt in dem Bereich. Außerdem wird durch die Blutversorgung dieser Areale auch ins Blut Luft aus den abgeschalteten Lungenarealen wegtransportiert und damit die Lunge sozusagen entlüftet. Bei den anderen Verfahren, wie zum Beispiel dem Schaum, da kommt es durch den Schaum selber zu einer Entzündung, die dann zu einer Schrumpfung führt. Das heißt, das Gewebe schrumpft und dann entweicht natürlich die Luft. Und bei den Spiralen ist es so, dass die Kraft dieser sich in sich verwindenden Spiralen sozusagen die Lunge an den Stellen zusammenzieht und dadurch die Luft aus diesen Bereichen herausgepresst wird. Die Frage, die mir jetzt gerade eben hier hochgereicht wurde, bei einer Lungenvolumenreduktion rechts unten, muss eine lebenslange Medikation sein? Fragezeichen. Und dann einige Erläuterungen, warum die Lungenvolumenreduktion rechts unten gemacht wurde. Die Erläuterung, die mir hier gegeben wird, spricht für mich dafür, dass das nicht eine klassische Lungenvolumenreduktion ist, wie sie Herr Professor Beer angesprochen hat, sondern, wie das im Nebensatz heute ja auch schon mehrfach vorkam, dass da eine Blase sich gebildet hatte, eine Bulla, und dass die entfernt worden ist. Wenn das so ist und ansonsten nach der Operation keine Atemnot, keine Atemwegsbeschwerden bestehen, ist eine Behandlung mit Medikamenten nicht mehr erforderlich. Die Behandlung mit Medikamenten wäre nur dann notwendig, wenn nach wie vor eine COPD besteht, die Atemnot verursacht, oder wenn Komplikationen eingetreten sein sollten, die behandelt werden müssten. Keine. Okay. Also Antwort, dann nein. Gut, dann ist hier noch auch eine sehr individuelle Frage, muss man sagen. Die könnte man auch später vielleicht noch mal besprechen. Ich will es nur ganz kurz hier beantworten. Die Frage geht nach einem anderen Krankheitsbild, das sogenannte BOOP-Syndrom. Das BOOP steht für Bronchiolitis obliterans mit organisierender Pneumonie, also was relativ Komplexes. Außerdem hat der Patient bzw. die Patientin auch Bronchiektasien. Das ist eine doch sehr komplexe Erkrankung, die über eine reine COPD deutlich hinausgeht. Tatsächlich ist es so, dass Bronchiektasen selber auch mit einer Bronchiolitis obliterans einhergehen können. Und dementsprechend ist diese Erkrankung sicherlich mehr als eine COPD-Erkrankung, über die wir heute sonst gesprochen haben. Und da gibt es auch wieder ganz eigene Ursachen. Es gibt es im Rahmen von Infektionen, es gibt es aber auch im Rahmen von rheumatischen Bindegewebserkrankungen und so weiter. Also eine ganze breite Palette von möglichen Ursachen. Und es kommt sehr darauf an, in welchem Kontext eine solche Erkrankung entstanden ist. In diesem Fall hat Clarithromycin offensichtlich ein Makrolid-Antibiotikum, was man bei dieser Erkrankung auch einsetzt und das auch kennt, schon mal geholfen. Es kam dann aber zum Rezidiv. Das ist relativ häufig dabei, würde mich nicht beunruhigen. Und Sie selber können eigentlich wenig daran tun, solange man nicht eine Ursache wirklich festgemacht hat, die man ausschalten kann. Von daher ist es schön, überhaupt, wenn die Erkrankung auf das Clarithromycin anspricht. Das tun leider nicht alle. Wenn Sie also zu denen gehören, die hier ansprechen, sollte man das als Dauertherapie auch durchaus über längere Zeit, nicht nur ein halbes Jahr, sondern auch durchaus 2 Jahre oder länger durchführen. Und die letzte Frage, die da drin war, war, ob Sultanol-Inhalationen auf Dauer schädlich sind. Und das kann man ganz klar verneinen. Wir kennen hier als Lungenärzte viele Asthmatiker und COPD-Patienten, die über Jahrzehnte Salbutamol oder Sultanol inhaliert haben und noch immer inhalieren, da sind keine Folgeschäden zu erwarten. Nächste Frage. Nach einer Exazerbation wurde mir die Benutzung des Paribois oder Parisinus verboten. Welche Schleimlösungsmethoden könnten alternativ verwendet werden? Also ich glaube, erstmal muss man sagen, die Benutzung von Inhaliergeräten hat Vor- und hat Nachteile. Eine der Möglichkeiten bei der Verwendung solcher Inhaliergeräte ist, dass man sich tatsächlich infiziert, dass man Erreger inhaliert. Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß gewartet, gepflegt wird, dann kann das ganz schnell passieren.
Wenn das nicht der Fall ist, ist das eigentlich eine sichere Methode und besteht kein Grund, dass man einem verbietet, das anzuwenden. Sondern es geht mehr darum, dass geschult wird, wie man es richtig anwendet. Es gibt Menschen, bei denen die Atemwege, je nachdem wie das Inhalat zusammengesetzt wird, nicht aufgehen, sondern zugehen, enger werden, dass Hustenreiz ausgelöst wird und. Da wäre also einmal die Frage, ist das jetzt ein Lungenarzt gewesen, der gesagt hat, Schluss damit, mit welchen Begründungen hat er das gemacht? Oder ist das einfach so ein Rat gewesen? Dann stünde aus meiner Sicht erstmal Schulung im Umgang mit so einem Gerät ganz weit vorne. Und danach die Frage individuell, wie setzt man das Inhalat zusammen? Professor Bär hatte Ihnen heute über Volumenreduktion berichtet. Das ist eine hochgradig individualisierte Medizin. Da kann man nicht einen grundsätzlichen Rat geben. Die Inhalationstherapie hat zwar nicht die Konsequenzen wie eine Volumenreduktion, ist aber auch eine sehr stark individualisierte Therapie. Und einen globalen Rat zu geben, geht nicht. Suchen Sie einen Experten auf. Der Experte sollte der Lungenfacharzt sein. Der sollte sagen, warum nicht oder was alternativ. Schleimlösung ist ein riesiges Problem. Da geht es um die Frage, trinke ich genug? Da geht es um die Frage, hier und da einmal nehme ich schleimlösende Medikamente, eine Dauermedikation mit schleimlösenden Medikamenten, den sogenannten, macht im Regelfall überhaupt keinen Sinn. Intervalle ja. Und dann stellt sich die Frage, wenn stark verschleimt, ist dieser Schleim oder sind die tiefen Atemwege kolonisiert mit Bakterien? Das ist heute auch schon mehrfach angesprochen worden, unter anderem von Professor Ewig. Da lohnt sich dann auch mal, wenn dieses Problem besteht, eine Sputumuntersuchung. Zu gucken, was ist da drin und zu gucken dann, was ist auch mit der Lunge los. Aber eine generelle Empfehlung, das ist ein idealer Schleimlöser und das ist es nicht, gibt es nicht. Die neueren Untersuchungen, die wir jetzt in der Medizin haben, sprechen dafür, dass das Inhalieren von stark salzangereichter hypertoner Kochsalzlösung auch nicht unbedingt der ganz große Wurf auf diesem Gebiet ist. Mit dem Pneumologen reden. Ja, und hier nochmal eine wieder eher individuelle Frage zum Thema ein Nieraucher, der eine Asthmaerkrankung eigentlich hat, so wie ich das verstehe, aber auch die Diagnosen COPD und Lungenemphysem wurden bei ihm gestellt und er hat stark schwankende Lungenfunktionen. Die FEV1 schwankt zwischen 20% und 50%, was schon mal gegen eine COPD spricht, weil so stark schwankt eine COPD ganz generell nicht. Und er hat 8-mal pro Jahr bakterielle Infektionen, die dann auch mit Antibiotika behandelt werden. Außerdem liegt eben eine Pollenallergie vor und die führt eben auch zur Exazerbation. Und dazu ist zunächst mal zu sagen, wenn eine Pollenallergie bekannt ist, dann sollte in der Pollenflugzeit oder schon kurz bevor die wirklich beginnt, die Therapie intensiviert werden, um eben zu verhindern, dass dann bei Pollenflug die Asthmaerkrankung stärker ausbricht. Und bezüglich der bakteriellen Infektionen muss man sicherlich noch mal die Frage stellen, ob da nicht doch chronische Veränderungen an den Bronchien sind. Manchmal ist es sinnvoll, in dieser Situation auch mal eine Computertomographie der Lunge zu machen, um zu sehen, ob unter Umständen Bronchiektasen oder Vernarbungen sich gebildet haben, die dann vielleicht auch einer anderen Therapie zugeführt werden müssen. Das können inhalative Therapiemaßnahmen sein, zum Beispiel auch mit Antibiotika bei Besiedlung der Lunge. Also da muss man sehr genau hingucken, woran das liegt. Der Rat, den man jetzt schon geben kann, ist sicherlich, dass im Rahmen der Pollenflugsaison die Therapie intensiviert werden sollte. Alles, was darüber hinausgeht bezüglich dieser bakteriellen Infektionen, bedarf einer noch mal genaueren Diagnostik, kann man so jetzt nicht generell beantworten. Wir sind durch. Ich danke Ihnen für die Fragen, die Sie uns gestellt haben. Sollten jetzt doch vielleicht noch die eine oder andere Frage sein. Nachher besteht sicher noch mal die Möglichkeit, die Fragen dann auch noch zu beantworten. Ihnen, Herr Bär, danke ich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, erstens so lange zu bleiben und zweitens hier vorne beim Beantworten der Fragen zu helfen. Vielen Dank. Danke.